Jo, 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 meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier bei Jenkins44 TV. Wir haben heute ein neues Format gestartet, in dem ich ja einfach MCs vorstellen werde, die jetzt vielleicht auch nicht jeder auf der Karte hat. Ich weiß nicht, ob ich die Großen auch dazu packe, ob ich mir den Stress antun möchte, falls mir da mal der ein oder andere Fehler unterläuft in der Historie. Das werde ich mir noch überlegen, vielleicht mit dem einen oder anderen vorher schreiben. Auf jeden Fall starten wir heute eine Reihe, wo wir halt MCs vorstellen. Und wir werden anfangen mit dem Anatolian Soldiers MC. Ja, das ist ein türkischstämmiger MC. Soweit ich weiß, hat er seine Ursprünge in Izmir und hat auch die Nationalfarben Rot-Weiß als ihre Farben auf der Kutte. Und entstammt, soweit ich weiß, auch aus ja, Ex-Militärs, ja. Nicht nur, aber ich sag mal, die Wurzel besteht doch da aus den Ex-Militärs. Das hier die Page des Anatolian Soldiers MC. Ich werde den auch verlinken. Hier werdet ihr dann auch, gibt es dann auch eine Galerie, wo ihr dann auch ein paar Bilder sehen könnt zu dem Club. Außerdem, ja, wer da Interesse hat, kann auch über diese Seite ja, den Kontakt aufnehmen. Ansonsten eine kleine Ehrenbereich für die Verstorbenen. Und hier vorne ist dann ein kleiner Infotext, ja. Ich werde das Ganze mal für euch übersetzen, damit ihr da auch ein bisschen Bescheid wisst. Also der Anatolian Soldiers MC, Soldiers Motorcycle Club ist ein 1%er MC, ja. Sie selber sagen von sich, ist einer der führendsten und angesehensten Vorbildclubs der Motorrad-Community in der Türkei. Ich kann das so nicht bestätigen. Ich kenne mich mit der türkischen MC-Szene wirklich so gut wie gar nicht aus. Ihr könnt gerne in den Kommentaren was dazu schreiben, falls ihr diesen MC kennt und ja, welche Stellung er da so hat. Ich habe auch mich jetzt mit niemandem kurz geschlossen, sondern ich mache dieses Video hier spontan. Anatolian Soldiers MC ist ein Club mit eigenen Traditionen. Sie haben Familie und Jobs wie deine Nachbarn oder Leute, die du auf der Straße siehst. Darüber hinaus führen sie ihr Leben mit einer brüderlichen Verbundenheit.
die sie in ihren Alltag einbringen und damit leben. Und auch stolz darauf sind. Unabhängig von Jahreszeit und Bedingungen ist es der Faktor, der die Brüderlichkeit und den Motorrad-Lifestyle bestimmt. In diesem Sinne schließt sich der Anatolian Soldiers MC zusammen, um ihre Tradition und Kultur zu bewahren. Diese Kultur und Tradition ist der einzige Vorteil, den jedes ASMC, also Anatolian Soldiers MC, Brüder an die nächste Generation weitergibt. Anatolian Soldiers MC wurde 2017 als Patch Over gegründet, hauptsächlich mit Sitz in Izmit. Sie bestehen seit etwa 10 Jahren zusammen mit ihren brüderlichen Bindungen, die bis vor ihrer Gründung zurückreichen. Die verbreiteten sich in kurzer Zeit in der ganzen Türkei und die meisten ihrer Mitglieder sind und die meisten ihrer Mitglieder waren Brüder auch noch vor der Zeit der Gründung. Anatolischer Soldiers MC respektiert türkische Soldaten. Einige der Mitglieder sind Militärs oder Ex-Militärs. Daraus leitet sich der Name und das Logo des Vereins ab. Ihre Farben stammen aus der Nationalfarbe der Türkei und sie sind rot-weiß. So, dann gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwo. Ach ja, natürlich. Hier ist so eine Chapter-Anordnung in der Türkei, wo es die halt alle gibt. Keine Ahnung, wie aktuell das ist oder so. Und ja, dann lasse ich euch zu guter Letzt hier noch ein paar Bilder und Videos vom Anatolian MC einblenden und genießt die Show. Haut rein, ich bin raus, bis dann. Ciao, ciao.